Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Transportfieber hier auf meinem Kanal Mr. Bosen. Nochmal zur Info, diese Folgen sind vorproduziert. So, wir werden jetzt in dieser Folge einmal das LKW Logistik Center überarbeiten. Die LKWs halten wir mal gerade an, dass der jetzt hier noch rausfährt. Und dann reißen wir den ganzen Scheiß ab. Das wird jetzt zwar wieder die Produktion in den Keller hauen, aber mit drei Linien auf zwei Verladestellen kommen wir hier total in Bau nicht möglich. Ich will auch nicht bauen, ich will das abreißen. Ach nee, sag nicht, das geht jetzt nicht. Weil da Waren drauf sind. Oh nee. Das muss weg. Kacke. Aufrüsten geht nicht. Oder können wir das machen? Das geht auch nicht. Aber wenn wir jetzt den auf was Kleineres aufrüsten, auf den hier, das geht auch nicht. Bau nicht möglich. Das geht. Weil das halt der gleiche ist. Müsste der aber gehen. Anwenden. So, jetzt dürften hier keine Güter sein. Jetzt müssen wir den abreißen können. Nein! Warum nicht? Jetzt geht's. So, nehmen wir den mit den... Oh, wie setzen wir den denn jetzt? Müssen wir mal die Straße hier umlegen. Müssen wir den einmal... Packen wir den hier irgendwie so hin. Weil da ist ja die Raffinerie. So, und ihr müsst ja auch hier wieder drauf kommen. So. Jetzt müsste das aber eigentlich angenommen sein, ne? Ja, jetzt sehen wir auch sehr schön die drei verschiedenen Linien. Wie sie sich dann hier aufteilen, das ist deutlich besser. Und der Bahnhof... Der Bahnhof erkennt ihn nicht mehr. Scheiße, das muss wieder weg. Wir müssen diesen Bahnhof daneben. Wenn wir den so weit wie möglich hier an das Gelände ransetzen müssen. Jetzt nimmt das an. So, jetzt müssten die Sachen dann auch da weiterlaufen. Und dann geht die Linie jetzt hier oben hin. So. Okay, dann werden die auch angenommen. Ja. Okay, dann kann es weitergehen. Du darfst auch weiterfahren. So, jetzt kommt nämlich auch noch Kohle dazu. Schön gemacht, Frieda. Super, der nimmt Mindenwaren. Das ist sehr gut. So, jetzt warten wir mal bis... Oh. Wir stellen... Werkzeug her? Wo kommt denn der Stahl her? Wo kommt das Stahl her? Ach... Du Heiland. Unser Zug muss größer werden. Ich glaube, ich werde bekloppt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja unglaublich. So, wir müssen den Zug komplett überarbeiten. So, du darfst jetzt einmal ausladen. So, und dann fährst du jetzt hier bitte ins Depot. Weil wir müssen dich ja mal gerade zeitst anhalten. 800, und das vergrößert sich gleich wieder. Ich glaube, wir kommen hier mit einem Zug nicht mehr hier lange hin.
Müssen wir mal gucken, ob wir eine größere Waggons haben. Auch wenn die Persil-Dinger voll cool sind. Also was transportieren wir eigentlich? Wir transportieren die hauptsächlich Getreide und bringen Waren wieder zurück. Das heißt, die können 12 Einheiten transportieren. Hiermit können wir Waren, Werkzeug, Kunststoff und Maschinen. Das heißt, wir werden jetzt hier den ganzen Kraladatsch mal verkaufen. Werden zwei... Was sind denn Waren? Lebensmittel sind keine Waren. Und hiermit können wir alles transportieren, auch Treibstoff. Ne? Ah, die Treibstoff kommt ja mit dem anderen. Entschuldigung. Aber wir haben hier auch Bretter. Baumaterialien. Sind das Baumaterialien? Bretter sind Bretter. Bretter. Doch, der kann auch Bretter. Wie viel kann der? 12. Der kann auch nur 12. Kunststoffmaschinen und Waren. Stahl. Stahl. Stahl, Stein und Waren. Baumaterialien. So, dann wird der nur auf Kunststoff gehen. Nee. So, wir kaufen zwei von denen. Ja, und dann werden wir doch weiterhin die kaufen hier, weil haben wir nichts Besseres. Ich muss das jetzt nur alles schön groß machen hier. Ich weiß nicht, wie lang mein Zug sein darf. Mal gerade nachgucken. Ich glaube maximal 360 Meter. Weil sonst passt der hier nicht mehr rein. 360 Meter maximal. Also besser nur 330. Also einen Waggon können wir noch dahinter hängen. So. Wenn das jetzt auch nicht lange reicht, weil der kann jetzt nur 254. Wir haben jetzt die Kapazitäten nur kaum erhöht. Um 50 nur. Sieht es fast so aus, als wenn wir hier zwei Züge fahren lassen müssen. Aber ich weiß nicht, wie das hinhaut. Mit den anderen Zügen, die hier noch durchfahren, weil hier kommen ja nochmal zwei Züge noch mit drauf. Und 6 Züge auf dieser Strecke. Wir können es ausprobieren. Wenn wir die alle verkaufen wieder. So. Machen das nochmal. Fangen wir mit dem hier an. Können ja zwei komplett unterschiedliche kaufen. Wir sagen das trotzdem, jeder so um die 150 muss aber jeder haben. So, 156. So, was haben wir denn da jetzt für eine Lok genommen? Was haben wir jetzt hier Neues bekommen? Da haben wir die Lok, ne? Gut, die fährt 160. Die fährt 120 nur. Kann man die auch in Schwarz nehmen? Und schwarz gibt es die ja nicht. Ne? Bei uns nehmen wir die mal so ein Grau. So, und gehen jetzt wieder auf Güter. Und stellen jetzt hier mal einen anderen Zug zusammen. Der aber auch 156 hat. Ja, nochmal ein bisschen Persil ran. So. So, dann lassen wir jetzt hier zwei Züge fahren mit einer Kapazität von 300. Hängen wir noch einen ran. An jedem. So, kann hier noch einer hoch. So, 234 Meter. Mit knapp 170 Kapazität. Also haben wir jetzt 340 Kapazität. Vorher hatten wir 200. Und die Züge fahren schneller. Hoffen wir mal, dass das jetzt hinhaut. Das ist die Agrarlinie. Okay, dann gib ihm. Hier ist die Produktion schon wieder in den Keller gegangen? Nein, ist sie nicht. So, lassen wir Zeit jetzt einmal Vollgas laufen. Aber die Züge sind ja jetzt ja schon ziemlich lang. Davon haben wir jetzt zwei Stück. So, der Zug ist voll. Wir begleiten ihn jetzt einmal und wenn er im Bahnhof ist, schicken wir den nächsten los. Dann müssen wir mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Aus. Da steht nämlich schon der nächste wieder.
wartet jetzt wieder auf die Signale. Wir müssen eventuell noch ein paar die Signale ein bisschen enger setzen. Weil er kommt jetzt schon direkt hinterher geballert. Obwohl es ja eigentlich so ziemlich reibungslos funktioniert. So, bei der Kurve müssen sie mal abbremsen. Da werden sie mal alle langsam und danach geben sie wieder Gas. So, also mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt mit dem so kleinen Regio. Aber der ist jetzt gerade erst reingefahren. Alles klar, kommen wir durch. So, dann können wir ihn jetzt auch losschicken hier. So, das da hinten sieht er gerade, wird angenommen. Alles klar, funktioniert das auch. Wieso produzieren wir Werkzeug? Das geht doch gar nicht. Und jetzt haben wir auch keinen Waggon hintergehängt, der Werkzeug abtransportieren kann. Ihr Trollos. Ihr Trollos. Na, super. Egal. Ich verstehe zwar immer noch nicht, wie wir da transportieren, also wie das hinhaut. Stützt sich mir nicht. Jetzt fahren wir Bretter da wieder hin und fahren die wieder zurück, damit sie dann hier verarbeitet werden können. Super. Na, immerhin machen wir so keinen Verlust. Was machen unsere Schiffe? 50 Baumstämme. Okay. Gut. Er bringt auch fleißig Kohle hier hin. Ja, nicht viel, weil die Produktion läuft ja nicht. Dann bauen wir jetzt einmal... Ach, du Scheiße. Ich lach mich tot. Wo sind die Züge? Der eine kommt da gerade. Die müssen länger werden. Und zwar ein ganzes Stück. Der hat jetzt noch so viel Treibstoff geladen. Das ist immer so krass, wie schnell sich das alles entwickelt und wie man da einfach überhaupt nicht hinterherkommt. Kannst hier bauen, wie du willst. Und schaffst das einfach nicht. Okay, wenn der jetzt ablädt, dann brauchen wir das ja gar nicht. Das ist echt, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. So. Da möchte ich aber schon ganz gerne die weiterfahren lassen. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Nummer länger. Können wir auch die Rail... Die fährt 230, das wusste ich gar nicht. Aber auch die von Kühn und Nagel, die fahren. Doch, wir nehmen die. Ach, haben kein Geld dafür. Okay, dann nehmen wir den gleichen Zug, aber werden ihn deutlich verlängern. Und dann mit zwei Zügen bleiben wir hier auf der Strecke. Aber die müssen mindestens 7, 8 Waggons länger werden. So. Scheiße, ein bisschen zu früh. Züge kaufen, Güter. So, da hängen wir jetzt einfach nochmal welche hinter. So, gehen wir auf 275 Meter. Das ist dann die Treibstofflinie, dann kannst du wieder losfahren. So, 275 Meter, das heißt, wir können jetzt 360 transportieren. So, mit 360 machen wir jetzt, glaube ich, gut. Gewinnen gleich auch. Ich weiß nicht, ist die Produktion jetzt eingebrochen? Jo, Produktion ist in den Keller gegangen.
Macht aber nichts, die müsste jetzt gleich eigentlich wieder hochgehen. Na kommt. Die geht doch jetzt nicht bis ganz nach unten. Das finde ich echt scheiße an dem Spiel, dass die Produktion so schnell kriege, wenn man nur mal einen Zug upgradet. Also da könnten sie echt ein bisschen mehr Karenzzeit eingebaut haben. Naja, aber es wird sich in der kommenden Zeit dann auch wieder erhöhen. Jetzt hat er sich gefangen. Jetzt warten wir noch gerade auf den nächsten. Und dann werden wir den auch gleich hier einmal reinjagen. So. Geht der auch auf 275 Meter? Züge kaufen, Güter. Da sind sie. ...275, alles klar, und los. Produktion geht auch wieder nach oben. Alles klar. Ja, gut. Ihr seht, wir versinken hier im Chaos. Da hinten wird auch nicht weniger. Es ist unglaublich, was wir hier... wie viel Güter wir jetzt hier auf einmal transportieren. Wie das alles angenommen wird. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen und Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hier im Chaos. Ich glaube nicht, dass wir das jemals gebändigt kriegen. Naja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.